Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist immer noch Martin, Bierblogger bei Probier.at. Und heute freue ich mich auf einen Weizenbock. Und in Wahrheit bin ich schon relativ spät dran, denn der Gutmann-Weizenbock, den ich heute habe, der wird nur bis zum Dezember gebraut bzw. vertrieben. Und ja, wir haben ja Jänner, also eine der letzten. Aber ich habe den Fritz Gutmann Anfang des Jahres auf dem Craft Beer Fest in Wien kennengelernt. Netter Kerl, hat mich auch in seine Brauerei eingeladen, als ich ihm erzählt habe, er hat sich sehr gefreut, dass sein Weizenbock tatsächlich der Weizenbock ist, der mir von allen, die ich bisher getrunken habe, am besten schmecken. Und es ist letztendlich höchste Zeit, dass er hier auch mal auf dem Kanal erscheint. 7,2 Volumensprozent Alkohol hatte und 17 Grad Stammwürze. Und ein guter Freund hat mal gesagt, dieses Bier ist eine kleine Mahlzeit. In diesem Sinne, gehen wir das Abendessen an. Wenn ich schon kein Glas von der Brauerei Gutmann habe, dann muss ich eins nehmen, wo mein Name draufsteht. Ich muss mal schauen, wenn ich dann beim Fritz Gutmann vorbeischaue, dass ich auch mir ein Glas mitnehme als bekennender Weizenbiertrinker. So, jetzt habe ich wieder einen Schaum oben drauf gemacht, für den man mich in Bayern steinigen würde. Na, es geht doch. So, aber eine schöne golden-orangene, komplett getrübte Farbe, das Schaumige obendrauf, schön kompakt weiß, schneeweiß, feinporig, und innen drin sieht man, wie die Kohlensäure sich schon bemerkbar macht. Also, jetzt freut sich meine Nase seit langem mal wieder auf dieses Bier. Hat ja ein Jahr gedauert, bis ich das mal getrunken habe. Übrigens vielen Dank an den Felix vom End, der hat mir diese Flasche geschickt. Wir haben ein bisschen Biere ausgetauscht. Ich habe ihm ein paar kanadische mitgebracht und er hat mir ein paar deutsche Biere eingepackt, vor allem fränkische. In diesem Sinne, Felix, das geht auf dich. Bald dabei mit Orca Brau. Ah, und da ist die kräftige, reife Banane in der Nase, die letztendlich auch zu, naja, ich würde mal sagen 30-40% dafür verantwortlich ist, dass ich dieses Bier so mag. Kräftige Nelke. Und da sind auch leicht nussige und auch so ein bisschen weihnachtliche Gewürze mit drin. Ja, gar nicht so lang warten. Prost. Wie zu erwarten war, die Nelke ist zusammen mit der Banane auch schön im Andrang mit dabei. Schöne, malzige, Süße, ohne jetzt übertrieben aggressiv zu sein. Extrem vollmundig. Schön viel Weizen mit drin. Der Alkohol mit 7,2% überhaupt nicht zu spüren. Für ein Weißbier auch natürlich die typischen Hefenoten mit dabei. Also sensationell an der Stelle schon mal. Und auch vom Körper her, mittlerer bis voller Körper, cremig, Kohlensäure prickelt fein, aber auch intensiv, extrem erfrischend, wie es sich letztendlich für ein Weißbier gehört. Und dabei vergisst man eben, dass man hier ein Bockbier mit doch 17 Grad Plato vor sich hat. Spannend ist, hinten raus im Nachtrunk kommt dann sogar so eine leichte Bittere rein. Weizenbiere sind ja jetzt nicht dafür bekannt, besonders bitter zu sein. Aber man merkt doch zumindest, dass ein bisschen Hopfen mit dabei ist, der auch Alphasäure mit sich bringt. Und das merkt man bei dem Gutmann Weizenbock halt im Nachtrunk. Es bleibt süßlich, es kommt so eine kleine Honignote vielleicht im Nachtrunk mit dazu. Aber ansonsten eben hefige Noten, weich und cremig dieses Bier, und macht irrsinnig Lust auf den nächsten Schluck. Ich weiß, ganz, ganz viele von euch kennen dieses Bier, lieben es,
haben wir uns über Facebook schon ganz oft über dieses Bier ausgetauscht. Würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem Gutmann Weizenbock mir schreibt, bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Von mir, von ProbierTV, gibt es satte 5 von 5 möglichen Punkten für diesen Weizenbock. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim Bier um 4 hier bei ProbierTV. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns wieder zum Bier um 4 hier bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, baba, servus, Prost und Ahoi.